Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen bei einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um unsere Zoe. Vor ein paar Tagen hat meine Frau rumgejammert. Ich komme ja nur noch 140 Kilometer weit, wenn ich voll lade. Was ist los? Ja, wir haben momentan seit ein paar Tagen schon um die 0 Grad und das sind wir in diesem Winter eigentlich gar nicht mehr gewohnt, weil bisher waren es immer so zwischen 8 und 12 Grad und kaum sinkt die Temperatur um den Gefrierpunkt, da sinkt die Reichweite der Zoe natürlich und beim Vollladen haben wir nicht mehr die 160 Kilometer aus dem Sommer, sondern jetzt momentan nur noch 140 Kilometer. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ja im Sommer einen Reichweitentest auf der Autobahn gemacht habe mit dem kleinen Akku hier, 22 Kilowattstunden hat die ja nur. Und auch in den Kommentaren damals habt ihr mich schon gebeten, mach das doch auch nochmal im Winter. Und jetzt haben wir um die 0 Grad, genauer gesagt 1 Grad plus und ich werde heute diesen Reichweitentest mit dem vollgeladenen Akku bei angezeigter 140 Kilometer Reichweite auf der Autobahn nochmal wiederholen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, gleich geht's los, aber bevor es losgeht, wollt ihr euch noch eine kurze Sache zeigen. Ich habe ja hier diese Zoe mit dem kleinsten Akku, 22 Kilowattstunden und momentan die Reichweite laut Anzeige 140 Kilometer, beziehungsweise jetzt nach dem Reset 165 Kilometer, hat es sich gerade eingependelt. Und ich habe letzte Woche hier einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es um das erste Elektroauto in Bremen. Ich zeige euch das mal eben, das erste Elektroauto hier in Bremen von 1908. Das war von das Namag Elektro-Taxi der Bremer Droschken AG von 1908, hat eine Reichweite von 90 Kilometer mit einer Akkuladung. Also viel mehr komme ich heute auch nicht und das ist ja 110, 12 Jahre später. Also Leute, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich starte jetzt mal durch. Ich fahre wieder nach Bremerhaven, meine übliche Teststrecke. Das sind hin und zurück 129 Kilometer. Angezeigte Reichweite jetzt 164 Kilometer. Und es wäre laut der Reichweitenanzeige ja gar kein Problem hin und zurück, aber ich habe im Sommer ja schon noch 10% Rest, glaube ich, gehabt, also 20 Kilometer Rest hatte ich gehabt, sodass ich mit dem Akku im Sommer 149 Kilometer gekommen wäre. Und dann schauen wir mal, wie viel das im Winter ist. Ich werde wieder ökologisieren, das heißt den Eco-Modus anhaben, mit 94 km/h hier rumschleichen. Und die Heizung habe ich an, weil es ist, wie gesagt, 1 Grad. Es ist mir echt zu kalt ohne Heizung und die Heizung steht auf 22 Grad. Wer die Zoe kennt, weiß, dass die Heizung hier eh nicht so besonders ist. Von daher wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig warm, aber 22 Grad ist zumindest eine Temperatur. Auf dem Papier, die hier eine angenehme Wärme erzeugt, wahrscheinlich sind es gefühlt dann eher 20 Grad hier im Auto, aber das reicht mir völlig aus. Habe ja noch eine Jacke an. So, wir sind jetzt auf der Autobahn, Tempo 94, Tempomat eingestellt und wir haben jetzt momentan einen Durchschnittsverbrauch von 21,2 Kilowattstunden und haben 5 Kilometer gefahren und schon 14 Kilometer verbraucht von der Reichweite. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter. Es wird sich natürlich wieder ein bisschen einpendeln, denke ich mal, je länger wir fahren. Und wie wir beim letzten Test gesehen haben, je leerer die Batterie, desto genauer die Anzeige. Also im Moment ist sie noch sehr ungenau. Ja, es ist Wochenende, alle überholen mich natürlich wie die Bekloppten. Nur ein Opel Corsa, der hängt also jetzt schon seit Bremen hinter mir und dem ist anscheinend meine 94 Kilometer gerade schnell genug. Immerhin bin ich nicht der Einzige. So, mir ist jetzt aufgefallen, dass seit ich ungefähr 140 Kilometer Restreichweite habe, was ja dem Wert entsprach, bevor ich den Computer resettet habe, seitdem sinkt es nicht mehr ganz so schnell. Das heißt, die letzten 7 Kilometer, die ich gefahren bin, haben mich auch im Prinzip 7 Kilometer gekostet hier auf der Reichweitenanzeige. Das heißt, jetzt hat sich offensichtlich die Reichweitenanzeige mit der gefahrenen Kilometerstrecke synchronisiert. Und mein Verbrauch sinkt auch kontinuierlich weiter. Ich war ja bei 19,2 vorhin, jetzt bin ich bei 17,8 Kilowattstunden. Ich denke mal, es wird noch weiter sinken, sodass ich doch mittlerweile relativ zuversichtlich bin, dass das alles gut geht und dass ich auch hin und zurück komme. So, jetzt habe ich knapp 30 Kilometer gefahren und habe noch 35 vor mir.
noch knapp 20 Kilometer bis Bremerhaven und ich habe noch 94, 93 Kilometer Restreichweite. Verbrauch liegt jetzt bei 17,1 Kilowattstunden. Ich bin am Schwanken. Also ich glaube, wenn ich in Bremerhaven bin, dann werde ich kurz anhalten und mir das Ganze mal überlegen, mal ausrechnen, wie viel ich noch im Akku habe. Also das wird sehr, sehr, sehr knapp. So, ich bin gleich da. Hier ist die Abfahrt Bremerhaven Zentrum. Ich habe jetzt 61 Kilometer gefahren und noch 71 Kilometer Restreichweite. Das heißt, bis ich wende, dauert es noch 4 Kilometer. Das heißt, die Restreichweite ist im Prinzip exakt die Strecke, die ich noch zurück muss. Könnte knapp werden. Vor allem, ich hatte jetzt die ganze Zeit auf der Hinfahrt ganz leichten Rückenwind. Und das bedeutet, dass ich gleich ganz leichten Gegenwind haben werde. Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich gehe das Risiko ein und zur Not muss ich irgendwo in Bremen-Nord rausfahren und in Bremen-Nord irgendwo laden. Dann werde ich es wohl nicht ganz bis nach Hause schaffen. Aber ich probiere es einfach mal. Weil meine Erfahrung ist ja, je leerer der Akku, desto genauer die Anzeige und am Ende sinkt es einfach viel langsamer als am Anfang. Darauf baue ich jetzt einfach mal. So, jetzt bin ich an meinem Wendepunkt angelangt. 64 Kilometer genau von hier bis nach Hause, 69 Kilometer Restreichweite auf der Anzeige. Durchschnittsverbrauch 16,3 Kilowattstunden und ich werde gleich ein bisschen Gegenwind haben. Und es regnet hier in Bremerhaven leicht. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Also es ist ein Risiko, aber ich baue darauf, dass der Wagen auch noch ein bisschen Reserve hat. Das wird schon klappen, aber es wird viel knapper als im Sommer, so viel steht fest. Seht ihr das? Das ist mein Aktionsradius und das Haus ist ganz unten am unteren Bildrand. Also es wird knapp. So, 84 Kilometer gefahren. Ich brauche jetzt eigentlich noch 45 Kilometer Reichweite, um nach Hause zu kommen. Die Uhr zeigt aber nur 42 Kilometer an. Ja, es wird wahrscheinlich nichts. Ich warte noch ein bisschen. Also so bei 20 Kilometer muss ich mich entscheiden, ob ich es durchziehe mit einem Risiko oder ob ich irgendwie an die nächste Ladesäule fahre. Werde ich dann sehen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, überlege ich mir noch. Auf jeden Fall habe ich eigentlich keine Reichweitenangst. Ich bin jetzt gerade der Reichweitenangst-Ignorierer. Ich glaube, irgendwie werde ich schon ankommen. Zur Not fahre ich halt an eine Ladesäule. Das klappt schon. Wenigstens hat der Regen jetzt wieder aufgehört. Aber ich habe Gegenwind, das merkt man sofort. Ich habe nämlich jetzt wieder 0,2 Kilowattstunden mehr Verbrauch. 39 Kilometer Rest, 86 Kilometer gefahren, 43 Kilometer Rest wären besser, weil die brauche ich nämlich noch. Es wird immer spannender, ich habe noch 30 Kilometer Restreichweite, ich brauche aber eigentlich noch 35 Kilometer bis nach Hause. Ja, ja, ich fürchte ja, das wird nichts. Mal gucken. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg in die Stadt Schwanewede. Dort sind zwei Ladestationen bzw. zwei Ladepunkte. Das sind jetzt noch ungefähr, weiß nicht, 2 Kilometer von hier. Ich habe jetzt noch 20 Kilometer Rest. Und von hier bis nach Hause wären es noch 26 Kilometer. Ich hätte es also definitiv nicht geschafft. Komme, was da wolle. Ich hatte Gegenwind, Wetter war schlecht und bei der Kälte ist die Reichweite dann doch zu gering. Ich fahre jetzt an die Ladesäule und lade noch ein bisschen nach. Ja, danke schön, kann ich nur sagen. Schön, dass hier eine Ladesäule ist. Mit 20 Kilometer Rest wäre es mir doch zu knapp geworden. Ich hatte schließlich noch 26 Kilometer vor mir. Das wäre nichts geworden, auch mit der Zoe nicht, die vielleicht noch 2-3 Kilometer Reserve bei Null hat. Das habe ich auch noch nie ausprobiert und das wäre mir auch zu riskant, muss ich zugeben. Ich stehe jetzt hier ungefähr 15 Minuten und dann geht's weiter. Ja, so sieht die Lage aus. Ich bin 107 Kilometer gefahren, hatte einen Durchschnittsverbrauch von 16,4 Kilowattstunden und 17 Kilowattstunden insgesamt schon verbraucht und eine Restreichweite von 20 Kilometern. Das heißt, ich wäre jetzt hier 127 Kilometer gekommen vermutlich, habe aber 129 Kilometer bis nach Hause.
Im Sommer hatte ich eine Reichweite von 149 Kilometer, jetzt von 127 Kilometer. Also kann man auf jeden Fall sagen, 22 Kilometer weniger Reichweite mit dem kleinen Akku. Es ist eigentlich schade, ich hatte gehofft, ich schaffe es gerade so. Aber es war wirklich sehr, sehr knapp und hat gerade so eben nicht geklappt. Gut, so ist es halt. Dafür konnte ich jetzt mal die Ladesäule in Schwanewede testen. Hier war ich auch noch nie. Positiv ist ja, dass die Ladesäule erstens überhaupt vorhanden war und zweitens auch auf Anhieb funktionierte. Und es war dann am Ende ja gar kein Problem. Also es war völlig normal, Akku war leer, ich fahre von der Autobahn runter, fahre an die Ladesäule, lade was nach und komme dann ganz entspannt nach Hause. So, wie man sich das vorstellt. So, von Schwanewede 30 Kilometer bis nach Hause. Ich habe jetzt 41 Kilometer Restreichweite, habe hier genau 20 Minuten gestanden und auf 30% aufgeladen, nur um sicher zu gehen. Und ja, jetzt fahre ich wieder die restliche Strecke nach Hause. So, mit 18 Kilometer bin ich jetzt in der Batteriereserve. Das macht aber gar nichts, weil ich bin in 3 Kilometern zu Hause. Dauert also nicht mehr lange. Mal kurz hier an der Ampel halten und dann fasse ich nochmal zusammen, was das Ergebnis dieser Tour ist. So, wieder zu Hause. Ziehen wir mal ein Fazit. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt 136 Kilometer zurückgelegt. Das sind 7 Kilometer mehr als im Sommer, weil ich von der Autobahn zur Ladestation hin und zurück genau die 7 Kilometer hatte. Ich bin jetzt bei 16 Kilometer Restreichweite. Das heißt, an der Ladesäule bin ich angekommen mit 20, habe dann auf 41 Kilometer hochgeladen und bin jetzt bei 16. Also ich hätte es wirklich ganz knapp nicht geschafft. Und wenn ich mir das mal ausrechne, dann ist der Mehrverbrauch jetzt im Winter unter 20%, also ungefähr so 17% Mehrverbrauch als im Sommer. Und wir haben jetzt 2 Grad gehabt die ganze Zeit. Es war ein bisschen regnerisch und wirklich, wirklich kalt. Und im Sommer waren es, glaube ich, 18 bis 20 Grad. Also da ist der Mehrverbrauch gar nicht so hoch, wie ich befürchtet habe. Ich habe tatsächlich gerechnet, das liegt eher bei 25%. Also Hut ab, liebe Zoe, das hast du gut gemacht. Und jetzt kriegst du erstmal ein bisschen Saft, damit es morgen wieder weitergehen kann. Ach so, übrigens noch eine Sache, bevor ich es vergesse. Reichweitenangst, hatte ich die? Es war ja doch ein bisschen knapp, aber ich muss zugeben, so richtig Angst hatte ich eigentlich gar nicht. Ich war nur ein bisschen unsicher, weil ich die Ladestation halt nicht kannte entlang der Autobahn. Ich habe mich wirklich vorher überhaupt nicht informiert. Ich wusste nur, es gibt irgendwelche Ladestationen und mit 20 Kilometer Restreichweite kommst du auf jeden Fall irgendwo hin, wo man laden kann. Das Einzige, was hätte passieren können, wäre, dass die Ladestation defekt gewesen wäre oder dass sie besetzt gewesen wäre. Beides ist zum Glück nicht passiert, also Glück war es für mich und ich konnte problemlos mich da anschließen. Alles in allem für mich eine ganz super Erfahrung und ich hoffe auch bei euch wird es so sein. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.